Damen und Herren. Meine Damen und Herren, Sie haben es gerade gesehen bei unseren lieben Freunden Oliver Welke und Paul Breitner. Ja, das war noch der Versuch einer fairen Analyse. Schluss damit hier bei uns. Hass, Wut und Verzweiflung über dieses armselige 1:1. Was erlaube deutsche Mannschaft, oder? Ein Schlafwagenspiel, man hat es schon gesehen. Ich habe es auf Premiere gesehen. Und Marcel Reif hat ungefähr 10 Minuten nach Spielbeginn gesagt, so wird das nicht reichen. Man hätte es wissen können. Wir haben es reingerufen, es hat nichts genutzt. Ich hatte nur einen einzigen Höhepunkt heute bei dieser ganzen Berichterstattung, als ich zwischendurch mal bei den Kollegen vom ZDF reingeschaut habe. Und das ist immer, wenn Jürgen Klinsmann Todesgruppe sagt. Haben Sie das mal gehört? Die Todesgruppe. Wenn man das hört, glaubt man wieder an die Auferstehung. Die Todesgruppe. In der sogenannten Todesgruppe. Wir werden heute sagen, was das deutsche Team wirklich falsch gemacht hat. Wo diese vernichtenden Gründe für diese, ich würde mit Trikot über dem Kopf wirklich nachts durch die Hotelbar schleichen. 1:1. Man hätte heute alles klar machen können. Ja? Nach diesem 8:0 hätte man es sich denken können. Es wäre besser gewesen, wir hätten im ersten Spiel auf den Sack gekriegt. Ja? So wie es früher war. Als wir gegen irgendwelche Paraguayanesen oder was, übrigens, ich sage es nochmal, lieber Herr Völler, es heißt Iren. Nicht Irländer. Have a salad in Los Paraguayos. Heute Abend haben wir einen Traumgast, meine Damen und Herren. Die beste Moderatorin des deutschen Fernsehens zurzeit in allen wichtigen Zeitungen. Seitenlange Hymnen. Zu Recht täglich zu sehen bei Viva mit ihrer Sendung Fast Forward. Heute Abend bei uns unsere liebe Freundin Charlotte Grace Roach. Hier, unser Liebling des Monats, die garantiert sauberen Bio-Eier, von Ihnen gestern gewählt. Wenigstens das, sonst hätte man keine Freude im Leben. Genau. 0 Punkte habe ich heute gemacht bei unseren Spielen, ja? 3 Spiele. Kann ich wissen, dass Portugal plötzlich gegen die USA verliert? Ist das erlaubt? Warum greift Blatter da nicht ein? Ist doch nicht erlaubt. Das Einzige... Wieso ist das nicht erlaubt? Du hast doch gesehen, wie schnell das geht. 3 Nüsse. Versenkt. Haben wir den Ausschnitt, als Herr Antrag gestern vorausgesagt hat, wie viele Tore heute fallen gegen Irland? Haben wir das hier zufällig? Haben wir nö, das hier? Nein. Ich kann es nachspielen. Herr Antrag hat gestern gesagt, heute gibt es wieder 4 Dinger. Hast du 4 Dinger gesagt? Ja. Nee, ich habe morgen gibt es 4 Dinger gesagt. Morgen gibt es 4 Dinger. Mhm. Aber Dinger. Mhm. Ja. Hast du es richtig vorausgesehen? Nein. Was denn jetzt? Das ist 1:1 gegen Irland. Nee, ich habe ein 1:0 getippt, war ja auch knapp, oder? Es war doch grausam, oder? Sag doch mal, war dieses Spiel grausam? Nein, du hast wieder Positives erkannt in diesem Spiel. Es war... Du warst bereit, diese Teile dieses Schlafwagenspiels für Taktik zu erklären, oder ja. Was? Ja? Ja. Das war doch grausam, das will doch kein Mensch sehen. Das war doch unterirdisch, oder? Es war wieder so hässlich, wie sie aussehen. Es war doch ganz, ganz schlimm. Das war doch grausam, das ist doch Arbeitsverweigerung. Ich höre. Es war der Dämpfer zur rechten Zeit. Der Dämpfer zur rechten Zeit. Ja, was erzählst du denn da? Sie hätten im ersten Spiel verlieren sollen. Nein, sie haben nicht verloren, sie haben einen Punkt abgegeben. Jetzt müssen sie richtig ran. Ja, aber wie? Wie? Ja, wie denn wie? Ja, mit einer im Grunde Arbeitsverwendung schon Ziege. Ja? Was Ziege auf dem Kopf hat, ja, verbietet mir der Respekt vor den Frauen zu benennen. Wirklich. Ja? Okay, soll er das auf dem Kopf haben, das ist mir wurscht. Erinnere dich, heute, was hat Marcel Reif gesagt? Ja, warum wurde Keane nach Hause geschickt? Keane? Weil er den Trainer beleidigt hat mit einer Verbalinjurie, O-Ton Marcel Reif, aus dem Bereich der weiblichen Geschlechtsorgane. Ja. Deswegen wurde er nach Hause geschickt. Gut, was Ziege auf dem Kopf hat, ist seine Sache.
Dieses super lockere Hingehen zum Einwurf, dieses sich Zeit lassen, als würde man 5-0 gegen Argentinien führen im Endspiel, ja? Dieses kilometerlange Angelaufe für einen super Softie-Einwurf, ja? Dieses coole Rumgegucke, wenn man einen Freistoß sieht, das findest du Taktik, das siehst du gerne? Nein, ich habe ja nicht gesagt, es war der Dämpfer zur rechten Zeit. Habe ich gesagt, dass sie toll gespielt haben? Ja, keine Emotion, kein Wut, kein nichts. Kein ja, natürlich, wenn du irgendwie kurz vor Schluss 1-0... Ja, jetzt kommst du, so. Kurz vor Schluss. Das ist doch armselig. Das war doch grausam. Nein? Ja. Was änderst du denn jetzt damit, dass du dich so aufregst? Ja, das ist doch, das erwarten die Zuschauer von uns, dass hier nichts als die reine Wahrheit gesprochen wird. Nicht ein, ja. Nicht ein Verständnis und... Herr Skippe, war das denn so, dass man gesagt hat, wir waren vielleicht noch müde von diesem anstrengenden Saudi-Arabien-Spiel? Das ist doch Arbeitsweigerung. Wenn du bei Opel so zum Dienst kommst, wirst du einfach gar nicht mehr auf dem Parkplatz gelassen. Du musst das mal psychologisch sehen. Guck mal, die Jungs kriegen bestimmt jetzt auch unsere Sendung, sehen das in Japan per Satellit. Und die brauchen jetzt ein bisschen Aufmunterung. Es geht jetzt um alles gegen Kamerun. Falsch. Und danach wollen wir ja auch noch ins Finale kommen. Falsch. Falsch. Ich will gute Spiele sehen. Es ist mir wurscht, ob wir ins Finale kommen. Ich will spannende Spiele sehen und ich will Leute sehen, die sich einsetzen. Na, aber jetzt sag mal, also das spannend war es ja nun. Wo denn? Da muss ich auf dem Klo gewesen sein. Als naja, aber ich meine... Wo war das Spiel denn spannend? Okay. Wir werden das... Was? Bitte? Ja, ist schon gut. Nee, sag mal, wo es spannend war. Resignier nicht so schnell. Es war doch spannend zuzuschauen, wann die Iren denn jetzt den Treffer schaffen oder auch nicht. Ja, nein, danke Sven. Wie fandst du eigentlich das Spiel, Sven? Raus! Wir haben in diesen Zeiten keine Gelegenheit mehr, Luft zu holen. Verstehst du? Schreibe jetzt mal hier rein. Deutschland ausgeschieden. Mental für mich ausgeschieden. Und ehrlich gesagt, ja, ehrlich gesagt war es mir heute so lieber. Weil diese Unterstützung und so, das ist mir irgendwie zuwider, charakterlich. Heute war wieder der Fußballtag so, wie ich ihn brauche. Ich sah davor, ich konnte mich aufregen, ich konnte schimpfen, ja. Ich habe ja Begriffe auf die Mattscheibe geschleudert, meine Damen und Herren, das glaubt mir nicht. Wenn uns nicht so viele Kinder zuschauen würden, ja, würde ich das jetzt hier sagen. Es waren ungefähr 90 Begriffe und wenn ich mich recht erinnere, waren 2 leicht oberhalb der Gürtellinie. Aber der Rest war waff. So, wir haben etwas nachzutragen. Sind Leute krank? Nein, ist keiner krank. Natürlich, denn man hat zu Hause keine Premiere und da kommt man zum Dienst. Ja. Das ist übrigens toll. Bei uns ist ja verboten, Fußball zu gucken während der Arbeit. Ja, ja, ja. Ich habe es verboten, aber ich sage, wenn einer illegal macht, ist okay. Ja. Aber die Leute müssen weiterarbeiten. Ich habe gesagt, tut mindestens so, wenn ich an den Büros vorbeilaufe, dass ihr auf irgendeinen Monitor schaut. Ja? Und ich muss sagen, es wird zügig weitergearbeitet. Ja? Hm. Keine krank, aber wir haben eine Geburt zu vermelden. Ja, oh ja. Nämlich unser lieber Freund Markus Paslik wurde zum 2. Mal Vater eines Sohnes. Gestern, vorgestern. Am Sonntag, glaube ich. Am Sonntag. Herzlichen Glückwunsch, Herr Paslik, unser Zoologe und Tierexperte und Pflanzenexperte. Und wir dürfen sagen, wie das Kind heißt? Ja, wir dürfen sogar sagen, wie lang es war. Also bei der Geburt. Also 55 Zentimeter groß, oh, das 3770 ist groß. Gramm. Das ist schwer. Und das Kind heißt Peter Bernhard. Peter Bernhard, 2 Namen. Ja. Wird es auch Peter Bernhard gerufen? Nein, nur Peter. Nur Peter. Ja. Das Bernhard ist sicher eine schöne Geste für einen Onkel oder einen Bruder oder irgendwie. Ja. So, ich schreibe mal ein. Geburt von Peter Bernhard Paslik. Endlich mal ein schönes Ereignis, wo ich mich heute schon so aufregen musste den ganzen Tag. Ich musste mich nicht, aber ich wollte mich aufregen. Ich habe mich natürlich schon aufgeregt, dass Portugal verloren hat, aber das habe ich schon gesagt. Was okay war, war das 2-0 von Russland gegen Tunesien. Warum war denn das okay? Ich hatte 0-0 getippt. Ich hatte 2-0, 1-0 getippt. Toll. Ich habe einen Punkt gemacht. Punkt gemacht. Ja, einen Punkt fällt mir gerade ein. Einen Punkt habe ich gemacht. Ich bin jetzt 65, ich kann es gar nicht mehr hören. Obwohl, was gut ist, ist, bei uns heißt es jetzt nicht mehr morgens oder so, hallo oder wie geht's oder tags, sondern wie viele Punkte hast du? Die Sucht ist ausgebrochen, dieses Fieber. Ja?
Und trotzdem hat mich mein Humor, mein umwerfender, zutiefst menschlicher Humor, diese knallige gute Laune, für die Sie mich lieben, meine Damen und Herren, die hat mich nicht verlassen in diesen Tagen. Nein, 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 nein. Den ganzen Tag bin ich wieder hier durch das Gebäude geschlichen und habe gedacht, was könnte mich ich machen, damit mein Team ein bisschen Freude hat in diesen düsteren Tagen. Habe ich gedacht, okay, wenn das Deutschlandspiel läuft, ziehe ich mal einen Stecker raus. So ein netter Einfall, oder? Meine ja, hier schauen Sie, wir haben es aufgezeigt. Wir haben jetzt das Spiel von heute Nachmittag, 1-0, gleich 30 Minuten gespielt. Und ich überlege mir den ganzen Tag, wie kann ich mein Team bei Laune halten, bei Top-Laune. Und jetzt machen wir Folgendes. Unser lieber Kollege Anesti geht in den Surferraum und zieht die Stecker raus, sodass schlagartig der Fernsehempfang im ganzen Gebäude ausfällt. Bitte Anesti, geh. Und wir wollen mal sehen, wie reagiert das Team. Das war wirklich so. Aber in dem Raum, in dem die Kollegen von der Technik gesehen haben, da muss er was. Übrigens, falls Sie zu Hause jetzt gesagt haben, meine Damen und Herren, komisch, dieser lange gelbe Flur, der erinnert mich an irgendwas. Sie haben recht. In jedem dieser Zimmer ist eine Aluminiumtoilette und einmal am Tag kommt der Priester. Und in 4 Zimmern darf man sich Essen bestellen. Die meisten wollen doch mal einen Milkshake und einen Big Mac. Von den Autoren, bevor sie dann in einem blauen Overall die Witze abliefern. Genau. Ist doch so, oder? Ja. Ja. Du hast ihn ja sogar noch an. Oh, ich sehe gerade, das ist schön. Falls Sie uns heute zum ersten Mal sehen, jeden Abend trinkt der Antrag ein anderes Bier, um unsere leicht taumelnde Bierindustrie zu schützen. Welches Bier ist es heute? Heute ist es ein Müllerbräu-Weißbier, weil uns ja das immerhin sehr, sehr gute Tor von Herrn Klose an die gute alte Zeit mit Gerd Müller an seinen Torriecher erinnert hat. Es war überhaupt ein Spiel, was im Großen und Ganzen okay war, muss ich sagen. Und ich war ein bisschen ungerecht. Den werden wir holen. Bitte? Diesen Cup werden wir holen. Natürlich, ja. Natürlich. Ist schön. Ja, ja. Heute waren ja auch 40 Grad draußen. So. Weißt du, was ich heute gelesen habe? Ach so, Rivaldo, dieser schlimme Betrüger, ist schwer bestraft worden. 8.000 Euro muss er zahlen. Das wird ihm wehtun. Möchte mal wissen, wo er die Kohle herkriegt. Für 8.000 Euro muss er, glaube ich, bei Barcelona einmal Luft holen. Ist er bei Barcelona noch? Er ist bei Barcelona, ja. Und Kaiser Franz sagt, er fordert eine Sperre für Rivaldo. Und er sagt vor allem, dieser Skandalschiedsrichter, ja, der den türkischen Spieler aufgrund dieses Pseudo-Fouls vom Platz gestellt hat, der gehört nach Hause geschickt. Und das ist interessant. Ja. Wo war das Spiel? Das Spiel war in Ulsan. Wo ist das? In Südkorea. Klingt wie ein Hautschutzmittel. Ja. Das war in Ulsan. Mit Ulsan. Sowas kriege ich mir abends ein. Ulsan, Ulsan. Für schönere Hände nimm Ulsan. Ja. Und Ulsan liegt in Südkorea. Ja. Wo kam der Schiedsrichter her? Aus Südkorea. Er soll nach Hause geschickt werden? Ja. Sind viele Schiedsrichter aus Asien in Einsatz bei dieser WM? Und auch einige aus Mittelamerika und Afrika. Wie ist deine Beurteilung der Leistung dieser Unparteiischen bisher?
in ihren Ländern sind sie bestimmt okay, aber bei einer WM könnten sie auch wegbleiben. Warum? Sie haben keine internationale Erfahrung. Also wenn man so einen Typ heute wie Kim Nielsen aus Dänemark gesehen hat, den man ja auch bei jedem zweiten Champions-League-Spiel sieht, der hat einfach eine Souveränität, die ja, darüber hinausgeht, was so ein Mann aus, naja, sag ich mal, also der marokkanische, der chinesische und der südkoreanische Schiedsrichter waren bisher Katastrophe. Sozusagen eine Achse der Pfeifen? Ja, genau. Ja. Darf man das sagen? Ja. Ja. Das darf man sagen? Ja. Nein, in der FAZ stand auch heute, die FIFA sollte sich mal überlegen, ein bisschen weniger bunt. Was heißt bunt? Bunt im Sinn von was? Bunt im Sinn von unterschiedlichen Landesfarben. Aha. Flaggen. Okay, das geht ja gerade noch. Hier, das ist interessant in der Süddeutschen heute. Name, alter Beruf will der Vorsitzende des Parteispenden. Sie erinnern sich vielleicht, wir hatten da mal unschöne Vorkommnisse, aber seit 40 Jahren ist ein Parteispendenuntersuchungsausschuss dran. Und Volker Neumann, SPD, will wissen, wie es üblich ist in einem üblichen Verfahren. Mein Name ist Edmund Rüdiger Rudi Stoiber, sagt der Zeuge. Es geht ein amüsiertes Raunen durch die Reihen. Rüdiger Rudi, wer hätte das gedacht? Edmund Rüdiger Rudi. Edmund Rüdiger Rudi Stoiber. Wäre interessant zu wissen, wie seine Frau ihn ruft. Edmund Rüdiger Rudi Stoiber. Rüru. Rudi, Rüdiger. Oder manchmal ist es ja auch von der Stimmung abhängig, dass du weißt, wenn die Frau so und so sagt, hat das was zu bedeuten. Ja? Rüdiger. Edmund Rüdiger Rudi Stoiber. Hast du auch Mittelnamen? Ja. Moment. Wie viel? Zwei. Wie heißen deine Mittelnamen? Klaus Achim. Klaus, K-L-A-U-S? Nein, mit C. Klaus mit C? Mhm. Klaus Achim. Aber dich nennt niemand Klaus Achim? Nein. Dürfen wir wissen, hat das Gründe? Sind das Menschen, die in deiner Familie eine Klaus Achim? Meine Eltern, also, naja, da muss man ein bisschen weiter ausholen. Der Name Manuel war ja zu der Zeit, zu der ich geboren wurde, noch nicht so verbreitet. Ja. Das war noch lange bevor dieses Lied von Manuel und, ja, du weißt es, Katharina Valente, da wurde der Name ein bisschen populärer. Meine Eltern hatten Angst, dass ich später zu sehr gehänselt wurde mit dem Namen. Na, ehrlich? Ja, und haben mir so zwei normalere Namen dabei gegeben. Als Sicherheitsnamen? Genau. Sozusagen Fallschirmnamen. Ja. Möllemann-Namen. Genau. Naja, also. Dass du sagen kannst, nenn mich Klaus Achim. Ja. Nein, Klaus oder Achim. Klaus oder Achim. Also ohne Strich Klaus. Also Klaus. Also das waren sozusagen Sicherheitsnamen. Ja, genau. Ja, ich habe auch einen Mittelnamen. Und? Franz. Aber nicht zur Sicherheit, sondern wegen Onkel Franz. Aha. Aus Neu-Ulm. Mütterlicherseits? Mütterlicherseits. Onkel Franz, mein Taufpate. Ja. Gibt's auch in der Lindenstraße, oder? Ja. Aber das ist so ein Böser in der Lindenstraße. Gibt's den noch? Ich glaube, ja. Nee, so ist mein Onkel Franz überhaupt nicht. Ist total lieb. Sehr gut. Ja, ja. Mhm. Helmut, hast du auch einen Mittelnamen? Ja. Wie ist deiner? Werner. Ja, bei mir war es auch der Onkel Werner aus Berchtesgaden, auch mein Taufpate. Mein Vater heißt auch Helmut, also ich bin nur quasi Fremdnamen. So. Ach so, dein Vater ist auch Helmut? Ja, ja. Das war ja früher in der Tradition, dass der Sohn wie der Vater hieß. Ja. Ja. Schwierig. Und dann Junior. Helmut Werner. Ja. Du könntest ja Zerlett weglassen, dann glauben alle, du bist der ehemalige Boss von Mercedes. Helmut Werner. Auch nicht schlecht. Schön. Klaus Achim, wir können uns mal jetzt für den Rest der Sendung mit dem Mittelnamen anreden. Okay, alles klar. Susanne, Franz. Hast du auch einen Mittelnamen? Nicht, nein. Nein, keinen. Aber wir können dir einen geben. Was soll das denn sein? Naja, irgendwie weiß ich was. Also in der Schule haben sie mich Jugo-Vibe genannt, weil ich damals ja noch Jugoslawin war. Bitte? Ja, Jugo-Vibe. Jugo-Vibe? Ja. Gottes Willen. Das hat aber auch hoffentlich irgendwann aufgehört, oder? Ja, klar, als es Jugoslawin. Obwohl, ich muss sagen, ich schlimme Zeiten. Ja, Klaus ja. Achim, oder? Ja. Franz, was machen wir als nächstes? Ja. Naja, mal Werner könnte ein bisschen was spielen.
Ich finde, da klingt die Show irgendwie viel volkstümlicher. Ja. Obwohl Klaus Achim klingt eigentlich schon so ein jetzt bisschen. Jetzt nenne ich entweder Klaus oder Achim entscheiden. Ja, aber ich finde, Klaus Achim klingt irgendwie geil. Das ist auch so ein Name, so Klaus Achim mit C, weißt du, auf Behörden. Tag, da sind Sie, Klaus Achim mit C. Ja, so wie Thorsten mit TH. Ja, aber jetzt, meine Damen und Herren, kommen wir zur Siegerehrung. Denn man glaubt es kaum, wieder haben heute bei uns die Herrschaften komplett vorausgesagt. Wir kommen zuerst zur Kategorie Tagessieger. Erste Tagessiegerin ist Andrea. Andrea. Vielen Dank. Andrea ist heute Abend nicht hier, weil Andrea eine unserer Bildmischerinnen ist und die Bildmischerinnen wechseln sich ab und Andrea arbeitet heute in einer anderen Produktion. Genau, bei Bärbel Schäfer. Bei Bärbel Schäfer. Absolut. Thema heute? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja. Also, Andrea hat 6 Punkte gemacht. Ganz genau. Alle Tagessieger. Zweite Tagessiegerin, meine Damen und Herren, Gabriele! Meine Damen und Herren, hier kommt der Harald Schmidt Show Team WM-Tipp Tagessieger. Gabriele arbeitet im Archiv und die charmanten Hostessen heute ebenfalls aus unserem Team Steffi und Niki, meine Damen und Herren. Steffi und Niki. Gabriele, herzlichen Glückwunsch. Wir müssten auch mal untersuchen, welche Abteilungen bei uns die erfolgreichsten sind. Ich glaube, das Archiv liegt ziemlich weit vorne. Sehr, sehr gut. In der Mannschaftswertung. Ja, ja. Ja? Die Autoren liegen überraschend weit zurück. War was? Hat sie die Blumen wieder zurückgegeben für die Frage? Ist das wirklich wahr? Wir haben nur ein paar Blumen. Nein. Sind das wirklich noch die Blumen von gestern? Klaus Achim. Ja, was denn, Frank? Na, aber wirklich. Entschuldigung. Also Klaus Achim, morgen brauchen wir mehr Sträuße. Ja. So, das ist absolute Geldverschwendung. Naja, aber sie ist so armselig, oder? Findest du nicht? Ja, wenn man kann es privat machen, finde ich. Okay, ja. Dann sag ich die Blumen wieder her. Aber, naja, so, gib mir die Blumen wieder her, weil ich muss nach Hause zu meiner Frau. Aber wenn du hier wirkt es ein bisschen. Es wäre ja nicht aufgefallen, heute hatten wir halt das viele Tagessieger. Deswegen ja, ist okay. Denn hier ist der dritte, meine Damen und Herren. Sie alle kennen ihn unter seinem wirklichen Namen, Dr. Udo Brömme. Aber er arbeitet auch bei uns tagsüber als Autor unter seinem Künstlernamen Ralf Kabelka. Meine Damen und Herren, hier kommt der Harald Schmidt Show Team WM-Tipp Tagessieger. Wahnsinn. Wahnsinn. Ralf, hast du ein Spiel präzise vorausgesagt, das Ergebnis? Beide. Also das mit den Russen und das mit den Deutschen habe ich. Du hast 1-1. 1-1 habe ich getippt, ja? Und bei den Russen 2-0. 2-0. Hast du übrigens auch einen Mittelnamen? Nee, also ich habe keinen Mittelnamen, wir waren zu arm damals. Ich habe sogar auch nur einen Ralf mit dem F, nicht mit diesem snobistischen TH. Ralf mit F, tolle Leistung, Dr. Udo Brömme, meine Damen und Herren. 2 Ergebnisse, wo ich von Dr. Brömme ein bisschen enttäuscht bin, dass er unserem deutschen Team nicht einen Sieg zugetraut hat. Ja. Aber spricht für seine Fachkenntnis ein 1-1. Ralf, wir sehen dich morgen wieder als Gesamtsieger. Ralf Kabelka, jetzt sind Sie, meine Damen und Herren. Wir kommen zur Kategorie Gesamtwertung. Gesamtwertung, und da sind es 2 Frauen, die mit mittlerweile 20 Punkten auf dem ersten Platz liegen. Erste in der Gesamtwertung mit 20 Punkten ist Irene. Irene ist heute Abend nicht hier. Denn sie ist Gast bei Bärbel Schäfer. Zum Thema
Ich war mal Kamerafrau, aber das Schwein hat mich gefeuert. Ja, das geht manchmal. Manchmal möchten auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht auf die Bühne. Genau. Und das tolerieren wir selbstverständlich. Absolut. Denn der Schutz der Persönlichkeit geht über alles. Ja. So. Aber Platz 1 ebenfalls mit 20 Punkten. Und das ist das Tolle, schon den zweiten Tag im gelben Trikot. Gut, das sind auch viele Mitarbeiter, die einfach nicht die Zeit haben, sich umzuziehen. Aber bei ihr aufgrund überragender Fußballerkenntnisse unsere Kollegin aus dem Archiv, Kyoko! Ladies and Gents, hier kommt der Führende des Gesamtklassements im Harald Schmidt Show Team WMT. Hast du schon Reaktionen aus Japan gehört? Zweiter Tag? Ja, tausende und ganz viele Verwandte plötzlich und so. Können die uns sehen in Japan? Bestimmt. Das weißt du nicht sicher, oder wie? Nein, aber die haben ja immer die größte Technik und so, von daher. Ja, eben. Ja. Und ein Spiel heute richtig getippt oder zwei? Ein Spiel und auch nur einen Punkt. Also ich wurde halt einfach nicht eingeholt eigentlich. Ah, verstehe. Ach so, genau, sonst wärst du bei den Tagessiegern gewesen. Ja, genau. Also die Meute der Verfolger schließt dich da auf. Ja, auf jeden Fall. Ich drücke dir den Daumen für morgen, dass wir dich morgen wieder hier sehen. Ja, vielen Dank. Meine Damen und Herren, Kyoko, Platz 1. So. Vielen Dank, Steffi, vielen Dank, Niki. Wir kommen zu unserer Wahlumfrage, wenn morgen Bundestagswahl wäre. Rekordwahlbeteiligung heute 94%, das heißt 234 von 249 Wahlberechtigten. Für die CDU-CSU 30,8%. Für die SPD 32,5%. Grüne 12%. FDP 17,5 und PDS 7,3. Süß, hatten wir noch selten so emotionale Zeichengebung, ja? Das ist das schlechteste Ergebnis für die FDP seit dem 12. April. Kein Wunder, ja. Bei diesem Streit, den es da gibt. Ja? Und ein hervorragendes Ergebnis für die CDU und auch für die SPD. Und auch für die SPD und, muss sagen, die Grünen legen zu. Ja, obwohl 12. Ja, wieso? Sie haben fast zur FDP aufgeschlossen. Naja. Das wird spannend. Ja. Man muss sehen, ob die FDP noch weiter verliert. Heute habe ich gelesen, Guido hat gesagt, noch bis Montag Limit. Und wenn dann Herr Karsli die Fraktion nicht verlassen hat, hat Guido was Interessantes gesagt, dann wird es, glaube ich, für ihn schwierig, mit seinem Stellvertreter Möllemann zusammenzuarbeiten. Oh. Was heißt das jetzt, Klaus Achim? Wenn ich sage, es wird schwierig, mit dem Stellvertreter Möllemann zusammenzuarbeiten, heißt es doch entweder Mölli oder er. Westi. Genau. Oder Westi. So ist richtig, Franz. Wow. Du sollst meinen Namen nicht nennen. Das wird aber spannend, oder? Absolut. Wahrscheinlich gehen sie mit langen Mänteln, wehenden Mänteln dann auf dem Potsdamer Platz aufeinander zu. Ja. Aber Mölli hat bei Westi vorher zugeklebt, irgendwie so. Eine grandiose Moderatorin bei unserem Lieblingssender Viva, hymnisch gefeiert zurzeit in der Presse, täglich.